Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Abendprogramm am heutigen Dienstag. Ja, wie sieht er nun aus, der typische Dienstagabend bei RTL Plus? Dazu gehören auf jeden Fall schon mal zwei Spielfilme. Dazu gehört Explosiv, unser Politmagazin, und dazu gehört auch, wie an jedem zweiten Dienstag, Erika Berger, die ihrer Liebe eine Chance gibt. Und in dieser Reihe darf er dann natürlich auch nicht fehlen. David Hasselhoff alias Michael Knight. Chamäleon würde sie töten, wenn sich ihre Wege wieder kreuzen. Er ist nicht umsonst der Mann der tausend Stimmen, der tausend Gesichter und der tausend Tricks. Na sowas! Ich fand schon immer, es existieren von meiner Sorte nicht genug. Knight, ich finde, es gab schon immer einen zu viel. Sagen wir, der Preis ist 5 Millionen. Bar natürlich. Sagen wir, wann kann ich ihn kriegen? Michael? Geht immer, wenn du denkst, du hast ihn, erlebst du eine Überraschung. Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Konntest du nicht widerstehen. Na, ist das nicht irre? Weiße Gardinen. Oh, Michael, was habe ich nur falsch gemacht?